Der erste Aspekt, den ich erwähnen möchte, ist unser Verhalten. Unser ganz alltägliches Reden und Tun und sogar unser Denken vielleicht. Meditation, damit sie Teil eines spirituellen Weges wird, damit sie eine wirklich echt befreiende Wirkung hat, kann nicht in einem geistigen, emotionalen und handlungsbezogenen Zufallsumfeld stattfinden. Ich meine innerlich. Es ist von großer Bedeutung, dass wir uns in einer respektvollen, nicht verletzenden, nicht ausbeuterischen, sensiblen und ehrlichen Lebensweise üben. Und das ist eine Übung, das ist eine Praxis. Vergleichbar vielleicht mit den Wurzeln eines Baumes, die gesund und stark sein müssen, damit der Stamm, damit die Äste, damit die Blätter, damit die Blüten und letztlich die Früchte heranwachsen und reifen können. Wenn wir für das Leben offen und frei sein wollen, müssen wir uns lebensbejahend, beschützend und respektvoll verhalten. Wie sehr eine unethische Verhaltensweise beengen und einschränken kann, illustriert die folgende Anekdote. Ein Mann schreibt an das Steueramt: Ich kann kaum mehr schlafen, weil ich bei den Steuern geschummelt habe. Da ich nicht mein tatsächliches Einkommen deklariert hatte, sende ich Ihnen nun 3.000 Euro. Sollte ich weiterhin nicht schlafen können, würde ich Ihnen den Rest auch noch überweisen. Verhalten ist also eine relevante Grundlage. Sie tangiert nicht nur unser Umfeld und unsere Mitmenschen, sie hat auch eine außerordentlich starke Wirkung auf die handelnde Person, auf uns selbst und unser emotionales Wohlbefinden. Entsprechend den dahinterliegenden heilsamen oder unheilsamen Absichten. Eine Tatsache, die bei konsequenter Meditationspraxis offensichtlich wird. Wie wichtig Ethik ist, wird uns vielleicht dann klar, wenn wir wissen, dass bereits jetzt die amerikanische Armee Soldaten, Truppen in Achtsamkeit trainiert. Es ist mir nicht genau klar, wozu die Achtsamkeit in diesem Zusammenhang dient, aber das ist eine Tatsache. Ethik, denke ich, im Zusammenhang mit dem, was wir hier der Gesellschaft anbieten möchten, ist ein wichtiger Teil von Achtsamkeit und Meditation. Ein weiterer bedeutender Schritt in Richtung spiritueller Praxis ist es, die uns innewohnende und völlig selbstverständliche Selbstbezogenheit etwas aufzuweichen. Wir funktionieren fast ausschließlich auf einer Basis von Ich, mich und mein. Und selbst in unserer spirituellen Praxis geht es grundsätzlich um Ich, um mich. Oft auch dann, wenn wir offen und anderen sehr wohlgesinnt sind. Diese Haltung scheint selbstverständlich und nützlich, schafft aber enorme innere Enge. Spirituelle Praxis bedeutet also auch ein lebenslanges Bestreben, aus der selbstzentrierten Enge auszusteigen und eine viel offenere und weitere innere Haltung einzunehmen oder vielleicht auch einzuüben. Eine altruistische Perspektive, die möglichst viele, vielleicht sogar alle Menschen, Lebewesen, Lebensformen mit einschließt. Ich denke auch das eine Praxis. Einstein betonte in seiner bekannten Aussage: Unsere Aufgabe ist es, uns aus dem Gefängnis des eigenen beschränkten Bewusstseins zu befreien, indem wir den Raum unseres Mitgefühls so ausweiten, dass wir alle Lebewesen und die ganze Natur in ihrer Schönheit umfassen. Wesentliche Unterschiede in Bezug auf eine Meditationspraxis ergeben sich meines Erachtens also aufgrund der verschiedenen Motivationen, die uns dazu bewegen, uns der Meditation zuzuwenden. Meditation kann ein Mittel sein, Überforderung, Stress und Burnout zu vermeiden, zu lernen, mit chronischen Schmerzen umzugehen, Depressionen und Ängste zu lindern und ähnliches mehr.
eine segensreiche Übung für eine Vielzahl von Menschen und eine Übung, die nicht zuletzt dank der großartigen und bahnbrechenden Forschungsarbeit vieler hier Anwesenden bereits im Mainstream unserer Gesellschaft angekommen ist. Dann andere Möglichkeit, Meditation kann als eine Praxis per se geübt werden. Sie verleiht unserem Leben mehr Tiefe, sie kann für einen selbst sehr erfüllend sein, bedeutungsvoll, bereichernd, inneres Wachstum fördernd und dabei etwas selbstbezogen. Dritte mögliche Variante, die ich hier erwähnen möchte. Meditation kann auch ein Mittel sein, das dazu dient, das Leben, von dem wir ein untrennbarer Teil sind, tiefer zu ergründen und zu verstehen, um sich zu einem wertvollen Lebensmitglied zu entwickeln, das in seiner ganz individuellen Art dienen und von großem Nutzen sein kann. Und diese dritte Ausrichtung sehe ich als die echte spirituelle Variante. Eine, die natürlich auch die anspruchsvollste und die herausforderndste ist und die sicher ein Leben lang praktizieren bedeutet. All diese Zugänge sind hilfreich, vorausgesetzt, sie werden konsequent angewendet und geübt. Wir brauchen ethisches Verhalten, eine möglichst altruistische Motivation oder Absicht. Aber was immer auch unsere Absichten sein mögen, Meditation, wie sie heute am häufigsten verstanden wird, ist die Übung der achtsamen Innensammlung. Dabei wird die Aufmerksamkeit oder die Achtsamkeit meist auf ein bestimmtes Objekt ausgerichtet. Die Atemempfindungen, andere Körperempfindungen oder auf ein visuelles, vorgestelltes Objekt oder ein Mantra. Viele sprechen diesbezüglich gleich von Achtsamkeitsmeditation oder gar von Vipassana. Tatsächlich geht es hier um Sammlung, wobei natürlich Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und Wachheit für jede Art von Meditation notwendig sind. In dieser Sammlungsmeditation wird eine zunehmende Kontinuität von Ruhe, von tragender Stabilität und unabgelenkter Präsenz kultiviert. Michelangelo wurde einmal gefragt, wie er einen Elefanten bildhauen würde. Er antwortete, ich würde einen großen Stein nehmen und alles, was nicht Elefant ist, davon wegnehmen. Die Kraft dieser Sammlung zu entwickeln bedeutet zu sehen, was nicht Elefant ist und es gehen zu lassen. Wir lassen das los, was in diesem Zusammenhang inessentiell und ablenkend ist. Solche Sammlungsmeditationen können auch zusammen mit den wunderbaren menschlichen Herzensqualitäten wie liebevolle Güte oder Mitgefühl vereint werden. Und dadurch werden diese wertvollen Eigenschaften in uns verstärkt und sie können sich im Alltag, im Leben sehr positiv auswirken. Und die Wirkungsweise dieser Meditationszugänge werden ja auch längst wissenschaftlich untersucht und belegt. Diese Meditationen der Ruhe und Sammlung können bis zum Eintritt in große Tiefen kultiviert werden. Man spricht dann von Vertiefungen oder von Versenkungsstufen. Erfahrene Meditierende berichten von mystischen Zuständen tiefer Einheit, von grenzenloser innerer Weite, von Leerheit frei von Gedanken, ja, von unmittelbarer Nähe zu Gott. Erfahrungen, die mit temporärer Ich-Auflösung, wie sie starke Sammlung eben bewirken kann, sowie auch mit großem Entzücken und tiefer Glückseligkeit einhergehen können. Solche Zustände werden von manchen gar als Erleuchtung gesehen. Ethisches Verhalten, altruistische Motivation, gesammelte, stetige Präsenz. Und nun komme ich zum wesentlichsten Aspekt meiner Ausführungen. Bei all den erwähnten Arten von achtsamer Sammlungsmeditation geht es meist um spezielle Zustände, die erreicht werden. Zustände der Stille, Zustände der inneren Tiefe,
ja sogar Zustände mystischer Art. Neben den wünschenswerten, heilenden und erfüllenden Wirkungen solcher Meditation weist diese im Sinne einer tiefgreifenden spirituellen Praxis auch Beschränkungen auf. Es ist nicht immer einfach, die verschiedenen inneren Ausrichtungen zu unterscheiden, und so können gewisse Unschärfen auftreten, dort wo es um Differenzierung tieferer meditativer Ausrichtungen geht. Solche Meditationszustände der Sammlung sind auch vergänglich, wie alle anderen Dinge des Daseins. Es besteht die recht wahrscheinliche Gefahr, dass man daran anhaftet, sich Jahre später noch darauf beruft und so nicht mehr wirklich offen ist für neue Zugänge, für neue Erkenntnisse. Die folgenreichste Beschränkung liegt aber darin, dass gute Sammlung und Konzentration die unangenehmen, oft unerwünschten und innerliches Leiden schaffenden Emotionen wie Ärger, Wut, Hass, Begierde, Anhaftung, Eifersucht und Neid, Dünkel und Ähnliches temporär ausblendet, ja recht eigentlich verdrängt. Temporär immer so lange, wie die Sammlung anhält. Wenn diese schwierigen Emotionen in der Meditation verdrängt werden, lernen wir nicht wirklich, ihnen in unmittelbarer Weise zu begegnen, ihnen ins Auge zu blicken und weise und geschickt damit umzugehen. Und so können wir auch nicht auf das letztendliche Ziel zugehen, nämlich die völlige Befreiung von ihrem Einfluss. Nochmals anders gesagt, mit guter Sammlung können wir zeitweilig uns aus dieser oft schwierigen Wirklichkeit verabschieden, was einer Art Bypass-Meditation gleichkommt. Auf diesem Sachverhalt gründen wohl auch die manchmal berechtigten Vorwürfe, Meditation sei weltabgewandt oder weltfern. Deshalb ist es so wünschenswert, eine weitere Art der Meditation zu üben, nämlich eine der verschiedenen Formen der sogenannten Erkenntnismeditationen. Und da gibt es sehr viele verschiedene Arten und Traditionen. Hier geht es nun darum, den etwas gesammelten, beruhigten Geist einzusetzen, um die Funktionsweisen unserer Innenwelt und ganz wesentlich die Natur, das Wesen von Erfahrung selbst zu ergründen. Ergründen in der direkten, unmittelbaren Erfahrung, in nicht distanzierter, ich betone nicht distanzierter und nicht konzeptueller Weise, das zu tun. Wir betrachten achtsam, kontinuierlich und konsequent die sich ständig von Moment zu Moment verändernden Erfahrungen und Prozesse von Körper, von Sinneseindrücken, von Gefühlen und Geist und erkennen mit zunehmender Klarheit und Eindringlichkeit, dass unser gewohnheitsmäßiges Reagieren mit Aversion, mit Ärger, mit Hass, also mit Festhalten, mit Verlangen, mit Sehnsüchten, grob oder auch subtil, enormes inneres Leidenschaft. Wir sind identifiziert mit, wir haften und kleben an sich ständig verändernden Situationen, Menschen, Besitztümern, Meinungen, Erwartungen. Die Situation ist jener der indischen Affenfalle ähnlich. Dort wird eine ausgehöhlte Kokosnuss mit einem schmalen Schlitz versehen, mit süßer Nahrung gefüllt, an einen Baum festgebunden. Der Affe riecht und kommt und schiebt seine offene Hand durch den Schlitz und ergreift die Nahrung. Mit der Nahrung in der geschlossenen Hand kann er diese nun nicht mehr durch den Schlitz rausziehen. Weil jetzt, die Faust ist jetzt zu groß für den Schlitz. Die Jäger kommen, der Affe versucht verzweifelt zu fliehen. Doch es soll kaum je einen Affen geben, der das Futter loslassen kann, die Hand öffnen und herausziehen und sich befreien kann. Irgendetwas hat das mit der Tendenz des Ergreifens in unserem Geist zu tun. Durch kontinuierliche Praxis sehen wir diese Abläufe des Gefangenseins und der möglichen Freiheit. Und zwar nicht nur in der formalen Meditation, sondern Tag ein, Tag aus, auch im Alltag,
wenn wir gegenwärtig sind, wenn wir präsent sind, wenn wir achtsam sind. Und hier sollte vielleicht auch noch erwähnt werden, dass wir achtsames Gewahrsein und mitfühlende weise Gelassenheit nicht nur kurz mal während der formalen Sitzmeditation üben können, um dann zu hoffen, dass sie für den Rest des Tages Wunder wirken. Das ist eine Illusion. Wer seinen Geist, sein Herz, sein Leben wirklich verändern will, muss, aber ob uns das passt oder nicht, glaube ich, diese Qualitäten zu jeder Zeit, in jeder Situation, nach bestem Vermögen natürlich, kultivieren. Wir erkennen auch mit wachsender Klarheit in der direkten Erfahrung, dass alles, ausnahmslos alles, was wir selbst und die Welt sind, ein sich ständig rapide wandelnder Prozess von bedingtem, abhängigem Entstehen und Vergehen ist. Ein Fluss, ein Tanz, eine Symphonie vielleicht, eine Kakophonie manchmal. Durch dieses auf offensichtlicher wie auf subtiler Ebene stattfindende Sehen werden unser Weltbild und unsere Seinsweise fluider, wirklichkeitsnaher, realistischer. Der klammernde Griff löst sich. Und wir können besser mit den Dingen sein, so wie sie sich gerade zeigen. Und hier sind wir nun in der Erkenntnismeditation angelangt. In diesem Erkennen wird schließlich auch direkt sicht- und erfahrbar, was die Gehirnforschung mittlerweile bestätigt hat, dass wir selbst nicht ein unabhängig existierendes Selbst sind oder haben, welches irgendwo im Körper oder im Geist oder im Bewusstsein irgendwie im Kranführerhäuschen sitzt und von dort aus irgendwo da hinten oder hier drin alle Dinge beobachtet, unter Kontrolle hält oder glaubt oder hofft, sie unter Kontrolle halten zu können. Und es wird erkannt, dass da auch kein stiller Zeuge hinter aller Erfahrung zu finden ist, mit dem man sich leicht identifizieren kann, wie das in Sammlungsmeditationen der Fall sein kann. Niemand da, niemand zu Hause, einfach das Leben in seiner ganzen Fülle. Dieses unmittelbare Erkennen oder Durchschauen der Illusion eines getrennt existierenden Ichs in der direkten Erfahrung und damit ein Wegfallen der scheinbar realen Getrenntheit von Ich und anderen, von Ich und dem Rest des Lebens, das bringt enorme Erleichterung und Befreiung. Nicht ein für allemal, aber zunehmend. Wir beginnen unmittelbar zu erkennen, welche Absichten und Geisteszustände in uns Leiden schaffen und wie wir weise damit umgehen können und ihnen die Energie entziehen können. Und wir erkennen, welche Motivationen und Emotionen, Ausrichtungen hilfreich und heilsam sind und wie wir diese in uns kultivieren und fördern können. Wir begegnen unseren Erfahrungen frontal und lernen, sie willkommen zu heißen, statt sie zu vermeiden oder zu verdrängen oder zu manipulieren. Wir setzen uns mit der inneren und äußeren Welt direkt auseinander. Auch in dieser Art von Meditationspraxis spricht man von Stufen des Fortschritts. Und sie gehen weit über alles Vorstellbare hinaus. Aber sie bestehen nicht im Erreichen von erhabenen Zuständen, sondern in der zunehmend geschickten, weisen, mitfühlenden und befreienden Art, im Leben zu stehen. Diese Stufen des Erwachens sind nicht irgendwelche mystisch, mysteriöse, unerklärbare Erfahrungen, sondern sie sind definiert durch das stufenweise Wegfallen der leidenschaftenden Geistes- und Herzenseigenschaften, wie eben Ablehnung, Hass, Verlangen, Anhaften, nach Verblendung und Täuschung in Bezug auf die Natur dieser unserer Wirklichkeit. Durch diesen Prozess des Gewahrseins und der Erkenntnis beginnen wir, im Inneren Freiheit, Freude und Verbundenheit zu erfahren, aber auch Verantwortung, Tatkraft und Engagement im Äußeren zu manifestieren, zu leben. Nicht abgehoben und fern dieser Welt, sondern mittendrin,
Ich möchte mit einem Plädoyer schließen. In unserer aus den Fugen geratenen Welt oder in Fugen hineingeratenen Welt brauchen wir unter anderem eine eigenverantwortliche Spiritualität, die tief und transformierend ist. Deshalb wäre es sicher wünschenswert und sinnvoll, wenn zusammen mit den wertvollen Bestrebungen die Meditationen der Gesellschaft in Bildung, Gesundheit, Arbeit zu verankern, für einzelne wirklich Interessierte auch vermehrt Möglichkeiten geschaffen würden, mit hochqualifizierter Unterstützung Monate, Jahre oder ein ganzes Leben dieser Praxis zu widmen, damit diese wertvollen menschlichen Dimensionen auf lange Zeit hinaus in ihrer ganzen Tiefe und in ihrer vollen Auswirkung lebendig erhalten bleiben und damit auch kommenden Generationen zur Verfügung stehen wird.